Wie ihr die Elementare des Wassers beschrieben habt, kommen sie mir tatsächlich ein wenig wie Eferdis vor. Und der Zorn eines Eferdis ist furchterregend. Ja, das kann gut sein. Wir haben ja nur diesen, wie hieß er noch, der sich in einen Delfin verwandelt hat, Haubentaucher kennengelernt. Ja. Der war auch etwas wandelmütig. Denkt an den geweihten Gareth. Welchen geweihten Gareth? Der für die Kanalisation zuständig war. Weiß ich nicht. Kanalisationen sind mehr euer Ding. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Voltax, Isero und Havelmir hören von hinten eine bekannte Stimme. Hallo, Freunde! Wenn sie sich umdrehen, sehen sie den Elfen Mandarion, wie er über die Lichtung auf sie zuschreitet und ein wenig winkt, fröhlich lächelnd. Oh nein. Oh, Mandarion! Ach, Ist was das für eine ein Freund Überraschung. von euch? Ja, das ist ein Elf. Er war in Punin mit dabei und hat auch die Kaiserin kennengelernt. Grüßt euch, Mandarion. Was führt euch denn hierher? Ich dachte, ihr wärt zu eurer Sippe zurückgekehrt. Banbalanintaler, das bin ich tatsächlich. Nun seht ihr, dreht sich einmal um, gestikuliert zu dem Pulk an Elfen, der sich grob verteilt über die Wiese gerade hier ein wenig umsieht. Sanyasalatala. So groß ist eure Sippe. Willkommen, willkommen. Bore Bore Nein, Neu. bitte. Hallo, liebe Elfen. Wir sind die Vereinigten Zwergischen Streitkräfte. Es freut uns sehr, euch kennenzulernen und ihr wollt euch sicherlich gegen den Drachen wenden. Also, wenn ihr so gute Bogenschützen wie Mendarion seid, geht ihr am besten auf die Hügel oder ansonsten macht ihr das, was ihr eben so könnt. Ich weiß es nicht. Zwei der Elfen knien sich vor dir ab und es sieht so ein bisschen aus, als würden sie mit einem Kind sprechen. Bartmurmler. Ja, mein Name ist Boltax. Ich schmunzel. Also, wie sieht es denn jetzt aus? Was könnt ihr uns im Kampf gegen den Drachen beisteuern? Denn Darion ist ja so ein richtig guter Schütze. Der kann richtig gut mit Pfeil und Bogen schießen. Könnt ihr das Ach, alle auch? gut bin ich eigentlich gar nicht. Boah, ich fand das schon sehr beeindruckend. Ein Schuss. Mendarion schießt schon ganz gut. Muss man ihm zugestehen. Also, Das will ich aber auch meinen. wir haben. Jedenfalls sind dies ja alle aus den Sippen, die sich bereit erklärt haben, mitzukommen. Ihr müsst wissen, Mendarion ist kein Kämpfer. Er ist ein Vermittler. Er ist jemand, der gut mit Menschen, mit Rosenohren kann. Ja, und ihr habt mir sehr dabei geholfen, Isarun und Abelmir. Er ist einer der Besten. Isarun macht so ein bisschen gequältes Grinsen und kneift die Lippen zusammen, während sie eifrig und angestrengt nickt. Ja, während immer noch zwei vor Boltax knien, kannst du sehen, wie der andere an dich herantritt, Isarun, und deine Ohren anfasst und so ein bisschen mit deinen Fingern in den Ohren drin die Linie nachfährt. Oh, da läuft es mir ja kalt den Rücken runter. Vorsichtig bitte, Herr Elf. Ich bin Tegaliani Quellentanz. Hallo. Sanyasala. Willkommen, Sanyasala. An Paladin. Oh ja, willkommen, Freunde. Es ehrt uns sehr, dass ihr uns im Kampf gegen den schwarzen Drachen beistehen wollt. Der Wind hat euer Lied gesungen. Meins? Oh ja, er deutet damit auf die versammelte Mannschaft. Die wart kaum zu überhören, auch von weitem. Ja, wenn man uns ein Ohr schenkt, dann ist das natürlich immer von Vorteil. Und wenn der Wind von uns erzählt, ha, natürlich, der Wind ist doch eher ein geschwätziges Element, nicht so wie die Erde. Erz ist da etwas ruhiger und weniger mitteilungsbedürftig, aber das sind jetzt andere Geschichten. Und ihr wollt in diesen feuchten Niederungen kämpfen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Können Sie denn nicht rational denken, Mendarion? Also, so wie ich es verstehe, denken Sie, weil der Drache heiß ist, muss es hier dann nass sein. Sie sind eben noch sehr jung. Was soll das denn heißen? Wie alt seid ihr denn? Also, ich bin doch. Also, bitte. Ihr seht kaum älter aus als Isarum. Ich bin hundertprozentig älter als ihr. Naja, der Drache, gegen den Sie wollen, ist nun auch nicht der Goldene. Ich denke, es kommt auf so kleine Dinge nicht mehr an.
Das stimmt, und unsere Vorfahren sind ja schon mit dem Goldenen fertig geworden. Warum sollten wir also hier Probleme haben? Wir sind hier, um euer Lied zu verstärken. Das ist gut. Das ist gut. Jeder... Wir singen mit euch gemeinsam. Ernsthaft jetzt? Ihr wollt singen? Ich habe da hinten bei diesen schwarz bekleideten einen Pfeifenspieler gesehen. Ich glaube, ich werde ihn suchen. Wenn ihr mir helfen wollt, dabei den Elementar anzurufen, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Das würde mich freuen und wäre mir sicherlich eine große Hilfe. Oder die Augen werden ein bisschen groß und schaut zum Mentarion, als ob er nicht verstehen würde. Mentarion schaut zurück. Schau nochmal zu Voltax. Schau nochmal zurück. Ada Obanda. Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Bartmurmler sind seltsam. Er möchte den grauen Mann, der in diesem See lebt, um seine Hilfe bitten. Genau, ich habe einen Pakt mit dem grauen Mann geschlossen. Ist er ein Dir Uyada? Er ist ein Wassergeist? Ein sehr mächtiger? Ah, Ala. Versteht ihr, was sie sagen? Er hat etwas von allen gesagt. Ich glaube, er verwechselt den grauen Mann mit diesem Aal, den ich einmal gesehen habe. Bei der Lachshexe. Nein, das war ein Lachs. Nein, es ist kein Aal. Es ist ein elementarer Geist. Aha. Mächtig und alt. Aha. Aber ihr seid zu jung. Der Zeit des Flusses. Genau. Also ich verstehe nicht, was Sie sagen, aber anscheinend verstehen Sie irgendetwas. Aber kleiner Wartmummler, du kannst keinen Pakt mit dem Fluss machen. Der Fluss fließt. Du kannst ihn nicht aufhalten. Das hat er immer schon getan. Ich kann ihn nicht aufhalten, aber ich kann ihn bitten. Und er wird sich erheben. Ah, du tanzt mit der Quelle. Sag das doch, kleiner Druide. Ja, ich tanze mit der Quelle, wenn ihr das so nennt. Er ist noch sehr jung, oder Mendarion? Ja, aber er ist viel, viel älter als die anderen Rosenohren. Ich glaube, wenn man kleiner ist, lebt man länger bei ihnen. Sie haben es sich nicht ausgesucht, dieses Schicksal. Also gut, wir verstärken euer Lied. Wenn ihr mögt. Ja, jede Hilfe gegen den Drachen ist willkommen und eventuell können auch einige von euch, weiß nicht, zum Lazarett oder so gehen. Was? Ja. Ist das nicht diese lange Stange, die eure eisenbekleideten Männer manchmal haben? Nein, das ist eine Lanze. Ich weiß, das klingt ähnlich, aber das Lazarett ist da, wo die von der Lanze getroffen worden sind, hingebracht werden, damit sie wieder heile gemacht werden. Könnt ihr nicht einfach vorsichtiger sein, euch nicht damit zu treffen? Naja, sind halt hauptsächlich Menschen und keine Zwerge. Wenn der Drache Feuer speit, müsst ihr ausweichen. Nein, wenn der Drache Feuer speit, tanze ich mit der Quelle und das Wasser wird uns schützen. Zucke zu den anderen mit den Schultern. Die zucken auch. Also gut, beginnen wir das Taraka, den vereinten Kampf der Sippen. Iserun, habt ihr auch so Kopfschmerzen? Noch nicht, aber sie sind in Arbeit. Die Elfen schweben in verschiedenen Richtungen davon. Ibion, Regensucherin und Tegaliani, Quellentanz, werden sich in Richtung des Flusses begeben. Die anderen wahrscheinlich irgendwie in die Bäume sich stellen, auf die Spitzen und dem Wind lauschen. Mandarion sucht sich ja sicherlich diesen Pfeifenspieler und versucht sich auf das Lied der Menschen, die hier herummuseln, einzustimmen. Mit ihm als Referenzpunkt. Sehr gut. Ihr könnt das Treiben der Heere erkennen. Die Leute, die sich vorbereiten. Lanzen, die aufgestellt werden. Skorpione, die gespannt werden. Munition, die bereitgelegt wird. Was wollt ihr tun? Jalan wird vermutlich währenddessen schon einmal herumgeritten sein und sich diesen Fluss oder Bach angesehen haben. Wie ist der von der Geländegänge? Also kann man da durch warten? Kann man da durch rennen? Kann man da durch reiten?
Also du kannst durch den Fluss rennen. Es wird eher in einem Straucheln enden. Die Pferde können definitiv durchpreschen. Also das ist auch dafür geeignet. Es wird aber definitiv dann auch Einheiten abhalten, hier in einem vollen Sturm dann von der einen auf die andere Seite dann zu preschen. Ja, das hält sie prinzipiell nicht davon ab, relativ zügig überzusetzen. Also eine gute Kavallerie kann hier ohne Probleme durchbrechen. Ja, gut. Weil ich hatte irgendwie Angst, dass wir alle hier Aufstellung nehmen und der Drache auf der anderen Seite ist und dann der Fluss zwischen uns ist und wir denken, ja, cool. Okay. Also aktuell ist das hier euer Hügel, euer Feldherrnhügel, damit ihr dann eben nach hinten verschieben könnt, wenn ihr Leichen oder Verletzte dann zum Pareine Tempel, Schrein, Kloster. Und ich hatte irgendwie die Vorstellung, die Art in der Rewe würde sich hier aufstellen. Das geht es hier hoch oder hier runter? Ja, hier ist ein kleiner Hügel und hier ist dann ein größerer Hügel. Ah, okay. Genau, also das ist dann eben von hier abfällig bis zum Fluss und der Fluss hat sich dann einfach eine Spur durch die beiden Hügel gegraben. Okay. Wenn ich würde die Artillerie gerne an zwei Orte setzen, damit nicht ein einziger Feuerstoß die abfackelt. Der Plan. Ist das hier auch eine Anhöhe? Ja. Von hier darunter. Okay, dann könnten wir eine hier und eine hier aufstellen, oder? Mhm. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Das hier sieht verlockend aus, aber es ist viel zu weit weg von allem. Mhm. Ja, wobei die Elfen sich dort ganz gut aufstellen könnten. Die können sich zur Not in die Bäume zurückziehen. Das ist nicht falsch. Andererseits werfen die sich auch in eine Kuhle im Boden und sind weg, also. Mhm. Wie ist denn überhaupt das Ganze aufgeteilt in Kavallerie und Infanterie? Was haben wir da für Zahlen? Also, ihr habt eine ganze Menge an Leuten, die euch zur Verfügung gestellt werden. Rohaias, Herr, Selindion und Answins. Rohaias ist vor allem mit leichtem Fußvolk unterwegs. Das sind nicht viele, das sind 100 Soldaten, die schlecht ausgebildet sind und bei schlechter Moral mittlerweile. Dann haben wir die Rommelissener Söldner und die schwere Reiterei. Das sind, ich muss gerade mal schauen, 1, 2, das sind 50, das sind 100. 100 einmal von... Das ist das Wappen derer von Ukurian. Dann haben wir nochmal Ukurians Ritter, das sind auch nochmal 100. Und der Rote Mond ist vor allem mit leichter und schwerer Infanterie, beziehungsweise eher leichter Infanterie als Söldner und Schützenbannern, also viele, viele Bogenschützen. Und die Reiter und Ritter sind dann alle eben auf Selindians Seite, wenn man denn von Seiten sprechen kann. Freigegeben habe ich die alle? Könnt ihr alle sehen, das sind jeweils 10er Blöcke, die ihr dann bewegen und verschieben könnt, wenn ihr mögt. Okay, wir haben 2 Schwadronen schwere Kavallerie aus Romulus, das ist gut. Und nochmal 2 Schwadronen Ritter, auch das ist gut. Ich weiß ja nicht, was die uns bringen, weil wenn es nur der Drache ist, dann können wir den genauso gut zurückhalten, anstatt sie zu verheizen. Ich glaube, das Leute sind absolut verzichtbar, auch wenn sie das nicht hören will. Ich weiß halt, die bringen nichts. Also, wir können hier planen, wie wir wollen, aber wenn der Drache alleine auftaucht, machen die alle nichts. Außer ihn eine Weile zu beschäftigen. Also, mal angenommen, er hat es eilig, dann fliegt er. Was kann er fliegend noch mitbringen? Und wenn er Truppen unterwegs erst erheben würde, wo würden die dann herkommen, oder? Also ich meine, wir sind ja hier nicht in einem Dorf. Es gibt hier nicht mal einen Dorfanger oder so. Also zumindest nach dem, was wir wissen, keine Leichen. Boboroch und Damoroch sind tot. Wenn er noch mehr untote Drachen in der Hinterhand hätte, hätten wir davon, glaube ich, mittlerweile gehört. Ich denke also, damit müssen wir nicht rechnen. Nun gut, wir wissen nicht, was in dem Wasser ist. Ja. Ich glaube, das wird dann unser elementarer Zweckverbündeter schon... im Namen draufhalten. Wenn also Untote kommen, kommen sie aus Nähe der nächsten Ortschaften, denke ich. Mhm. Das wären, Gott, ich kann es kaum lesen, Seeheim und Ochsenried. Auch Untote müssen aufs Gelände achten. Oder werden zumindest vom Gelände verlangsamt. Also kommen sie entweder von hier oder von hier, denke ich. Wenn welche kommen, I don't know. Ja, also am nächsten dran wären tatsächlich noch Wasserleichen, aber ja, wenn wir sagen, das macht ja das, Inventar. Das würde bedingen, dass das Wasser voller Leichen ist. Ich gebe zu bedenken, wir wissen nicht, wie lange dieses
Fälschung besteht. Es könnte aus einer weit vergangenen Zeit noch. Erinnert euch an Warung? Ja, okay, aber solange wir nicht, aber solange wir nicht wirklich direkt auf einem antiken Schlachtfeld sind, ist die Menge an Leichen, die ihr hier rausziehen kann, begrenzt. Wir kennen diese Gegend nicht. Wir wissen nicht, ob es schon in vergangenen Äonen schon Schlachtfelder hier gab. Na, brauchen wir doch mal sagen und dann. Genau. Drei an. Reicht vermutlich nicht. Also Schlachten gab es hier sicherlich schon immer. Vor allem die kleineren, um dann Dapazien zu befriedigen. Das sind dann eher weniger Sachen, aber Abelmir geht ein bisschen in sich. Wen kann er ad hoc auf die Schnelle schnell rufen? Und während du in deinem, ja, du überlegst und es ist nicht ganz sicher, aber es gab eine brüchige, in Warung selbst hast du gesehen, was oben auf der Hochplattform los war. Es gäbe noch eine Alternative, die ebenso schnell wie Rassasor ankommen könnte. Oh. Echsen aus fernen Zeiten. Aus. Oh. Erinnert euch an. Nennen wir es. Ich weiß gar nicht, ist von der Sohn von Apep. Er hasst seinen Vater. Oh. Ja, lässern kann. Der Goldene, exakt. Mhm. Er war oben in der Arena in der Stadt von Galata, erinnert euch. Ich merke seinen Namen nicht aussprechen. Ja. Das ist möglich, ja. Oh, noch ein Drache mehr zu töten. Den müssen wir uns Sorgen machen. Ja. Er ist wahrscheinlich ähnlich machtvoll wie Apep, fürchte ich. Und das ist ein Kasan-Drache. Wir können, denke ich, nicht darauf hoffen, ihn zügig zu besiegen. Entsprechend sollten wir uns auf jeden Fall auf Rassasor konzentrieren und hoffen, dass seine Entschlossenheit schon brüchig wird, wenn der schwarze Drache stirbt. Und außerdem beherrscht er mit der Halskette vielleicht auch Geister. Und Geister können viel gefährlicher werden als Untote. Wir müssen vielleicht mit Dämonen rechnen, aber... Nun, zumindest mit einigen sollten wir rechnen. Gerade mit Körperlosen. Vielleicht auch einige Karakilim. Ja. Nur hilft uns das bei der Aufstellung der Truppen? Dann Geister... Nun, es gibt sogenannte Besessenheitsdämonen. Sie können unsere Truppen fahren und sie gegen uns wenden. Wie viele Geweihte könnten wir auftreiben? Sind hier noch Geweihte? Ich kenne jemanden in Romulus, dem man sicherlich eine Feldweihe erteilen könnte. Ich habe den einen oder anderen Fixgeweihten auch in den Reihen von Answin gesehen. Die sehen alle sehr unscheinbar aus, aber einer war mit am auffälligsten. Er hatte rote Haare, seinen Namen wisst ihr aber nicht mehr. Könnte man hier aber wiederfinden. Nun, vielleicht sollten wir die Geweihten darauf ansprechen, dass sie unseren Geist gegen solche Besessenheiten schützen können. Das wäre sicherlich nicht verkehrt für diejenigen, die über einen schwachen Geist verfügen. Wir sollten die Truppen der drei Kaiserlichen auseinandersortieren. Und wenn einer von ihnen auf Gründen von Besessenheit anfängt, die anderen anzugreifen, könnte sie schnell in einen allgemeinen Kampf ausbrechen. Ganz ohne, dass ein Dämon da noch drin rumhackt. Wir sollten vor allem die Heerführer schützen. Wenn sie befehlen, wenden sich die Truppen gegeneinander. Ja, das macht Sinn. Sollten wir die Heerführer irgendwie schützen, aber wie? Diese Elfen,
Das sind doch einige von denen, oder? So wie ich das von hier aus sehen kann, waren es wohl 100, 200? Ich meine mich daran zu erinnern, dass Elfen auch mal gemeinschaftlich zaubern. Nun wollt ihr ihnen erklären, wie sie einen Zauber aufzubauen haben? Das scheint mir nicht so, als würde das funktionieren. Ich glaube, ich weiß, auf welche Idee Isarun gerade gekommen ist. Ihr erinnert euch noch? Nein, ihr wart nicht dabei, Yalan. Als wir Hafax getroffen haben, da war doch diese Elfe dabei, die irgendein... Azariel. Genau, die hatte auch irgendein Lied gesungen. Ja, ich weiß nicht, ob das über Lieder bei denen geht, aber anscheinend geht alles über Lieder. Ich dachte vielmehr an den Unitatio und einen Bewegungen stören. In der Tat, ein sehr elfischer Zauber ist dieser. Er stammt ursprünglich, soweit ich weiß, von den Elfen. Ah ja. Und das werdet ihr mit ihnen ausverhandeln müssen, nicht? Und hilft das gegen Geister, oder... Ich dachte vielmehr an unsere großen fliegenden Gegner, dass wir sie auf den Boden zwingen können. Aber Drachen fliegen doch nicht nur mittels Magie, sondern mittels ihrer Flügel. Also ich habe mal gehört, dass sie in Wahrheit viel zu schwer sind, um mit ihren Flügeln fliegen zu können. Na. Ich denke, da ist schon sehr viel Flugmagie mit dran. Und die Flügel des schwarzen Drachen sind doch mittlerweile... Schon gewiss vermodert. Ihr dürft nicht vergessen, die Arroganz in den Drachen macht ihre Köpfe leicht. Und so fliegen sie. So, das ist das wahre Geheimnis. Aber müsste dann nicht der Kopf der höchste Punkt des fliegenden Drachen sein? Und müsst ihr Kopf nicht abreißen dabei? Wie sich diese Arroganz genau im Drachenkörper verteilt, ist noch reichlich ungeklärt. Aber es ist so. Wenn es wie bei Menschen ist, dann geht diese Arroganz bis in die Fingerspitzen. Nun, dann kenne ich einige Menschen, die fliegen müssen. Ich werde jedenfalls mal mit den Elfen darüber sprechen, ob sie sich zu einem solchen Zauber vereinen können. Nun, wir sollten auf jeden Fall die Geschützbatterien beschützen lassen. Und nun, war es beiseite, aber ich fürchte, da nun dieses Thema mit den Geistern aufkam, muss ich euch vorwarnen. Ich wurde schon einmal von einem Geist besessen. Es besteht die Gefahr, dass das wieder geschehen könnte. Und ich hätte damals fast jemanden getötet. Wenn das im falschen Moment passiert, wenn ich in eurem Rücken stehe. Vielleicht war es nur Pech. Vielleicht bin ich aber auch dafür irgendwie anfällig? Und dann müssen wir euch im Notfall wohl niederschlagen. Ich habe gehört, dass Tiere sehr sensibel für solche Veränderungen sein können. Vielleicht könnte Rafimira darum bitten, ein Auge auf Sulamin zu werfen. Und wenn sie eine dementsprechende Veränderung bemerkt, wird sie einmal in die Wade gezwickt oder so. Ihr wisst schon, dass ein großer, schwerer Eisbär ist. Ja, durchaus. Ich glaube nicht, dass sie zwicken kann, nur... Nun, ich glaube, das endet eher damit, dass sie Sulamins Gesicht zerfleischt. Dann, ja. Unsinn, das würde sie nie tun. Ja. Ich könnte sie sich eigentlich einfach auf Sulamin drauflegen. Und das wäre besser? Weiß ich nicht. Meint ihr nicht? Viel, oder? Und ich glaube, sie ist noch nicht mal ausgewachsen. Also ein robuster Zwergenkörper würde das vielleicht aushalten, aber so grazil wie Sulamin gebaut ist, denke ich nicht, dass das... unbedingt in ihrem Sinne wäre, wenn sie sich auf sie drauflegt. Sulamin, du musst mehr Pilze essen. Ja, und Bier trinken. Ja. Und das hilft gegen Geister? Nee, aber dann kann sich auch ein Eisbär auf dich drauflegen. Das ist richtig. Und gegen Geister, da hilft auf jeden Fall eins, der Geist aus der Flasche.
ein guter Schnaps hilft doch immer. Ich sehe, ihr habt immerhin euren Humor nicht verloren. Das ist gut. Die Witze von Bortax sind gut. Fast genauso gut wie meine. Ah, aber nur fast. Wir müssen lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Ja, sicherlich. Und verzeiht, dass dies keine Zeit zum Lachen ist. Wenn ihr es hoffen, nochmals eh verloren. Ah. Hoffen und mal verloren. Ach, freue mich schon auf das nach der Schlacht Bier. Nach der Schlacht ist vor der Schlacht, Bortax. Ja. Gut. Weiß und eine Schlacht dauert 90 Minuten, aber das kriegen wir doch auch schneller hin. Und dann haben wir uns eher das Bier verdient. Und der Spitze muss ins Runde. Das ist richtig. Immer schön in den Karfunkel rein. Warum habe ich das Gefühl, Sie reden von einer Sportart? Dieses... Drachentöten ist eine Sportart. Richtig. Der ehrenwerteste Sport der Welt. Kommt Boltax von Boltan? Aber wir an eurem Humor müsst ihr noch arbeiten. Aber ich meine, dein Humor ist fast beleidigend. Na gut, kümmern wir uns um das. Der guckt gerade sehr ernst und geht an. Da schüttelt mit dem Kopf. Wünscht dir doch irgendwelche Verfluchungen hinterher. Der wird zwar wirklich gut, aber Zwerge verstehen ihn wohl nicht. Ruht ganz auf Gegenseitigkeit. Also zurück zur Schlachtaufstellung. Wie ich bereits sagte, wir sollten zusehen, dass die drei Parteien nicht zu nah aneinander stehen. Entsprechend sollte wohl ein Teil von Answins Truppen die eine Geschützbatterie bewachen und ein Teil von Okurians der. Ja, doch, von Selenians die andere. Den Rest stellen wir wohl auf dem Felde auf. Und ich würde die Rommel dieser Truppen gerne ein wenig zurückhalten, denn. Und zumindest ihre Loyalitäten liegen am nächsten bei uns. Gerade da Emelgune sie uns vor ihrem Tod ja noch zugesichert hat. Sie werden sich am wenigsten. Wir sollten diesen Kampf nicht nach ihren Loyalitäten entscheiden, sondern Hauptsache, dass wir ihn gewinnen. Und verzeiht mir, aber wir gewinnen nichts, wenn sie zwischendrin anfangen, sich selbst abzustechen. Nein, das ist natürlich richtig. Aber ich würde ungern Truppen zurückbehalten, nur weil sie die richtige Loyalität haben. Wir können uns nicht erdreisten zu entscheiden, wer die richtige Loyalität hat. Nein, aber zum anderen bestehen die Rommel dieser Truppen zur Hälfte aus Rittern und schwerer Reiterei. Den hätte ich gerne in einem Pulk sowieso zusammengebannt. Falls du das an Kahn sich irgendwo zeigt, sie werden noch am ehesten etwas an ihm ausrichten können. Vielleicht sollten wir die Truppenteile, ich betone Truppenteile, etwas mehr zusammenarbeiten lassen. Wäre es nicht möglich, dass die APEP die Drachen oder einen Drachen in Richtung der schweren Artillerie treibt? Derweil die Elfen einen Zauber wirken, wie es ihrer Art entspricht, der den Drachen zu Boden zwingt und die Kavallerie dann zustößt? Nun, wir könnten die Elfen im nördlichen Wald verstecken, sodass sie den Drachen, wenn er über uns hinüberfliegt, zu Boden zwingt. Die Idee von Isarun war ganz gut. Und würde er irgendwo in dieser Region landen. Und dann können wir von Süden aus den Wäldern heraus mit unserer Kavallerie oder über das kleine Felsplateau und die Straße ist es nicht, aber von dort aus könnten wir dann die Kavallerie hinunterschicken, die dann ebenso in den Wäldern sitzen.